Felix, erstmal schönen guten Abend. Auch dir danke für deine Zeit und Glückwunsch natürlich zum Heimsieg heute gegen Rostock. Dankeschön, freue mich. Ja, wenn man sich das Ganze so anguckt, wir haben es auch gerade mit Philipp Asmussen gehabt, gerade der Start war unfassbar von eurer Seite aus. Hattest du den Eindruck, ihr habt euren Matchplan, den ihr euch vorgenommen habt, voll und ganz umgesetzt, gerade in dieser Anfangsphase? Absolut, ich denke, das Ergebnis spricht für sich in den ersten 15 Minuten. Vor allem aber über eine unfassbar gute Abwehr mit unglaublich viel Tempo. Das, was uns davor ein paar Spiele lang ein bisschen gefehlt hat, über die Aggressivität in der Abwehr, einfach über die leichten Tempotore zu kommen. Ich glaube, Flo macht in den ersten 15 Minuten direkt 8 Tore über die schnelle erste Welle. Und da haben wir einfach die Reaktion gezeigt, die wir zeigen wollten. Aber jetzt müssen wir trotzdem den Finger dann doch nochmal in den Mund legen. Ihr habt mit 10 Toren geführt, dann kam Rostock nochmal auf 3 Tore ran. Wart ihr euch zu sicher, vor allem in der Halbzeit dann so von wegen, das spielen wir jetzt ein bisschen locker runter? Oder was war da das Problem? Auf keinen Fall. Wir haben auch in der Halbzeit schon gesagt, dass Rostock auf jeden Fall jetzt nochmal kommen wird und alles reinlegen wird, dass wir da keinen Prozent nachlassen dürfen. Nun spielen wir in der, nennt man ja so gerne, die beste zweite Liga der Welt. Da spielst du halt auch gegen Gegner, die auch sehr gut Handball spielen können und du kannst nicht über das ganze Spiel so konsequent spielen. Viel wichtiger ist, finde ich, dass wir dann in der Phase, wo es ein bisschen knifflig wird, einfach einen coolen Kopf haben und trotzdem noch das Ding holen und nachher doch souverän gewinnen. Ja, so soll es ja auch sein, jetzt hier in Coburg auch mal wieder einen Heimsieg zu feiern vor den Fans. Geht es für euch jetzt auch wieder hier eine Festung aufzubauen in Coburg und gerade hier vor heimischem Publikum da möglichst viele Punkte wieder einzufahren, oder? Ja, das war von Anfang an unser auch mannschaftsinternes Ziel, eigentlich hier so wenig wie möglich abzugeben in der Arena. Umso ärgerlicher waren natürlich die Niederlagen, die gegen Hüttenberg vor allem auch einfach nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben, trotz guten Zuschauerzahlen. Deswegen haben wir auch vor dem Spiel gesagt, dass wir das unbedingt zurückzahlen wollen. Und ja, wie du es schon ansprichst, die Heimspiele sind eigentlich extrem wichtig für uns und haben wir auch vor der Saison schon gesagt, dass wir da eigentlich eine Feste aufbauen wollen, eine Festung. Heute habt ihr es auf jeden Fall gezeigt, dass es eine neue Festung werden kann, dass ihr eine neue Serie starten könnt. Felix, das wär's von unserer Seite. Vielen, vielen Dank dir Danke. Für deine Zeit. Genießt den Abend noch, feiert noch schön. Ihr habt es euch heute auf jeden Fall verdient, kann man sagen. Dankeschön, auch an die Zuschauer. Danke. Ja, ciao, mach's gut. Ciao. Philipp, erstmal schönen guten Abend dir, danke für deine Zeit. So kurz nach dem Spiel, ja, am Ende des Tages geht es recht deutlich aus. Ihr habt am Anfang schnell zurückgelegen, dann kurz zwischenzeitlich hatte man mal gedacht, das Spiel könnte noch mal kippen. Warum hat es vor allem am Anfang bei euch einfach nicht funktioniert, aber trotzdem muss man erstmal natürlich fragen. Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, vor allem wenn dann einfach so gar nichts funktioniert. So darf man auf jeden Fall kein Zweitligaspiel bestreiten. Es ist ganz egal, wo du spielst, du hast keine Chance, nimmst keine Punkte mit. Das ärgert uns sehr. Wir können es nicht ändern. Wir haben, finde ich, dann doch noch echt toll gekämpft und zurückgekämpft. Wie du schon gesagt hast, es war dann echt nochmal ein spannendes Spiel. Aber mehr ist es dann am Ende auch nicht. Also wenn wir punkten wollen, müssen wir von Minute 1 da sein. Ja, jetzt geht es natürlich für euch dann noch vor oder in diesem Jahr für weitere Punkte einzusammeln für euch. Wo soll es hingehen? Ganz wichtig jetzt die nächsten Spiele. Was muss besser gemacht werden? Ja, wenn ich aufs Spiel heute gucke, denke ich mal Abwehr. Wir kassieren 35 Tore, das ist nicht unser Anspruch. Und unsere Chancenverwertung, wir verballern einfach viel zu viele Dinger. Ja. Und wenn wir das in den Griff kriegen und unser Rückzugsverhalten ging auch überhaupt gar nicht. Das haben wir ganz klar angesprochen. Wenn es Tempo-Gegenstoßspieler gibt wie Billig, ja, und du es dann trotzdem nicht hinkriegst, da weiß ich auch nicht, was man denn noch ändern soll. Ich habe vor dem Spiel mit Marc Beckstein noch gesprochen. Der hat schon von einer gewissen Euphorie gesprochen, die man bei euch auch gemerkt hat, gerade nach dem Sieg gegen Bietigheim. Ist diese Euphorie noch da oder ist die jetzt doch wieder ein Stück weit erloschen nach dem Spiel heute in Coburg? Wie siehst du das jetzt im ersten Moment nach dem Spiel? Ja, es ist natürlich immer noch eine etwas komische Zeit für uns nach dem Rausschmiss unseres Trainers. Aber ja, wir haben durch unsere Interimslösung eigentlich wieder ein bisschen Lockerheit reinbekommen. Das haben wir im Spiel gegen Bietigheim, denke ich mal, auch gezeigt. Ja, jetzt gilt es, das wieder auf die Platte zu kriegen. Ich habe leider jetzt aber keinen Grund, warum wir das heute nicht hinbekommen haben. Ja. Dann trotzdem danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Wir wünschen euch eine gute Heimreise und natürlich ganz viel Erfolg für die restliche Saison. Danke, wünsche ich euch auch. Gute Heimfahrt. Danke. Ciao.